Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Resident Evil Revelations 2 für die Xbox One. Im letzten Part haben wir Claires Geschichte aus der zweiten Episode von Resident Evil Revelations 2 abgeschlossen. Und ich glaube, die Fertigkeiten-Einstellungen hat er gespeichert. Ja, wir haben auf jeden Fall keine BP mehr übrig. Ich muss mal aufpassen, dass ich nicht Blütenpunkte sage. Weil die werden ja in Mario Party als Blütenpunkte gekennzeichnet, die BP. Ja, und jetzt machen wir weiter mit der Geschichte von Barry. War doch Barry, oder? Ich glaube, er heißt Barry. Ist hier bei Revelations 2. Claire Redfield, Sie kommen mit uns. Wohin wurde ich gebracht? So viel Leid. Ihr wisst nicht einmal, wovor ihr euch fürchten sollt. Wer sind Sie? Ich bin die Aufseherin. Bitte, schicken Sie Hilfe. Ich bin hier, Kleine. Bitte sei am Leben. Ich habe keine Eltern. Da drüben. Woher weißt du das? Na, das ist eine Sache, die nicht im Bericht war. Hier ist da draußen überhaupt jemand. Deine Tochter heißt Moira? Ja. Sie ist tot. Was? Das entspricht jetzt aber nicht so ganz der Wahrheit mit Previously, weil wir sahen schon weiter. Den Teil mit Claire und Moira haben wir nämlich schon durchgespielt. Und wenn wir jetzt mit Claire starten, dann ist es echt doof. Episode 2, Betrachtung. Das Teuflische nimmt manchmal Aussehen des Guten an oder verkörpert sich sogar vollständig in ihm. Franz Kafka. Komm schon. Wir wollen mit Barry Burton spielen. Moira wollte zu diesem Turm gehen, als ich bei ihr war. Hör zu, Süße. Du musst mich dahin bringen. Schaffst du das? Okay. Moira. Nein, ich glaube es nicht. Sie ist auf keinen Fall. Es ist also zumindest, was das Spiel angeht, alles gut. Wir haben jetzt nicht irgendwie, wir müssen nicht nochmal den Claire-Teil spielen. Das finde ich auch sehr gut, weil, ja, will ich jetzt nicht. So viel Zeit habe ich nicht. Hat Moira dich wahnsinnig gemacht? Nein, Moira war nett. Ein gutes Herz hat sie. Sie hat bestimmt ein bisschen von Polly in dir gesehen. Ihre Schwester. Und ich würde sagen... Die Insel. Eine Frau hat dadurch gesprochen. Glaube ich. Bin mir nicht mehr sicher. Eine Frau? Die Aufseherin? Ich habe den Report über ihr kleines Experiment gelesen. Auf jeden Fall müssen wir den ganzen Scheiß nicht nochmal spielen. So. Wir haben auf jeden Fall ein massives Munitionsproblem. Yo. Wie wir gerade gesehen haben. Haben wir nämlich nur ein bisschen Sturmgewehrmunition und sonst gar nichts. Das ist ein bisschen blöd. Okay, auf jeden Fall wissen wir jetzt, warum Natalia weiß, warum Moira angeblich tot ist. Schauen wir mal. An alle Wohlgesinnten, die das hier finden. Wir wurden gegen unseren Willen auf diese Insel verschleppt. Unsere Namen lauten Neil Fischer, Pedro Fernandez, Edward Thompson und Gabriel Chavez. Ich kenne die Koordinaten unserer Position nicht und ich weiß nicht, ob sonst noch jemand hier ist. In der Umgebung hält sich etwas auf. Ich kann nicht bestimmen, ob es menschlich oder tierisch ist. Ich höre wildes, aggressives Knurren. Mehrere potenzielle Feinde. Wir wurden mit diesen ungewöhnlichen Geräten am Handgelenk ausgestattet. Wir erhalten Übertragungen von einer unbekannten weiblichen Person, die uns anhält, zu Vosek zu gehen. Schreibweise unbekannt. Wenn Sie ein Wohlgesinnter sind, der diese Nachricht liest, treffen Sie uns bei der Vosek. Passen Sie auf und seien Sie wachsam. G. Chavez. Okay, bei Vosek waren wir. Da haben wir tatsächlich die zweite Episode gestartet. Von daher, ja, da können wir hin. Jetzt müssen wir das nur wiederfinden, weil, ja, gut. Kriegen wir aber irgendwie hin, bestimmt. Irgendwie muss das machbar sein. Boah, also wenn ich heute ein wenig komisch wirke. Harry, schau. Was? Oh, da liegt jemand. Wenn ich heute ein bisschen komisch wirke. Aha.
TerraSafe. Edward Thompson. Er war bei TerraSafe. Verdammt! Darum habe ich ihr gesagt, sie soll sich raushalten. Ganz großes Kino. Wenn ich heute ein bisschen komisch wirke, könnte es daran liegen, dass ich gerade eben in der Autowerkstatt war. Und ich jetzt knapp 1100 Euro für mein Auto bezahlen muss. Das hat mich so ein bisschen aus der Bahn geworfen. Das, ja. Okay. Hier können wir wahrscheinlich mit Natalia durch, oder? Kommen wir hier durch? Nein. Okay, dann nicht. Gucken wir mal eben in unser Inventar. Wie war das denn? Nee, so nicht so. Hier haben wir noch Schießpulver, rotes Kraut, Sturmgewehrmunition. Eine seltene Teilebox haben wir auch noch. Okay. Und, das ist aber schön. Da kriegt Barry ein bisschen Pistolenmunition. Ich laufe ja eh am liebsten mit der Pistole rum. So. Da drüben sind welche. Oh, nee. Such dir Deckung. Ich erledige sie, bevor sie uns sehen. Ja. Schleichangriff. Bäh, der war ja eklig. Der hat Pickel um den Rücken. Okay. Ui. Achso, ich dachte gerade, da kommt ein Zombie von hinten und es ist nur Natalia. Mein Gott, dabei spiele ich ja nicht mal mit Dolby Surround. Ah, ich hab Licht an beim Spielen und es ist draußen nicht dunkel. Trotzdem habe ich ein wenig Schiss. Ja, ja, ja. Also was den Gruselfaktor angeht, hat Resident Evil Revelations 2 definitiv wieder das ausgepackt, was sie mit Resident Evil 1 und 2 damals als Way of Horror gesetzt haben. Definitiv. Was ja in 5 auf jeden Fall so 5 und 6, ja. In 6 glaube ich noch schlimmer als in 5. An 3 kann ich mich gar nicht erinnern. Ich weiß, dass ich es gespielt habe. Naja, auf jeden Fall in 5 und 6 ist es ein bisschen verloren gegangen. Es war mehr Action-Spiel als alles andere gefühlt. Oh, cool. Grünes Kraut. Kann man auch immer gebrauchen. So. Keine Gegner? Okay. Noch nicht. Man will ja nichts schönreden. Hopp. Komm, Natalia. Sehr schön. Ich bin mal gespannt, wie lang diese Episode... Wie lang diese Episode mit Barry gehen wird. Komm, dich krieg ich platt, oder? Ja. RT. Paff. Pam. Sehr schön. Ich mag den Schleichangriff von hinten. Das tut uns nicht weh und verbraucht keine Munition. Dieses Auflösen von den Monstern ist so laut. Zumal es ja wirklich keine Zombies sind. Mehr Pistolenmunition. Sehr gut. Jetzt können wir eigentlich die auch dann hier hochgeben. Zack. Nee, nicht ihn werfen. Ich wollte schon Barry mitnehmen. Verdammt, ich brauche einen Schlüssel. Okay. Ich hätte gerne eine Karte. Wie wäre es mit einer Karte? Dann werden vielleicht auch die Ziele darauf eingezeichnet. Das wäre voll super. Okay. Wir brauchen also einen Hintertorschlüssel. Hier wimmelt es von denen. Sei vorsichtig. Ja. Immer. Ich sehe keinen. Noch nicht. Kennt ihr das? Ah, da ist einer. Kennt ihr das? Man will um eine Ecke gucken und man guckt um den Monitor rum. Ist mir gerade passiert. Uiuiui. Uiuiuiui. Finde ich doof. Kann ich mich hier drin verstecken? Irgendwie? So, der geht nach hinten. Was macht der andere? Der ist da, okay. Machen wir den platt. Fuck. Boah, das war aber mega eng. Wo ist der andere? Wo ist der andere hin? Der ist hier hingelaufen. Eieieiei, er kommt zurück. Scheiße. Ja, ab in den Busch, Barry. Hoffentlich sieht er uns hier drin nicht. Vorbeischleichen und... Jawohl. Okay. Gut.
Das war ein schönes Manöver. So, die Kiste können wir hochheben. Hier war aber eben irgend so eine Kiste für kleine Hände. Die habe ich doch gesehen. Nur meine Orientierung erlaubt es mir nicht, sie wiederzufinden. So, Sturmgewehrmunition ist super, super gut. So. Wo ist denn die Kiste? Wenn ihr dieses Let's Play mögt, könnt ihr mir das gerne mal schreiben, weil dann werde ich auch ein Let's Play von Resident Evil 1 in der HD Remastered Version machen. Ich habe es tatsächlich damals nie zu Ende gespielt und ich habe es jetzt hier auch auf der Xbox. Okay. Nein. Oh. Wo ist denn hier? Das sieht gut aus. Ja, perfekt. Wieso kann man das nur mit kleinen Händen aufmachen? Nee. Hier vielleicht? Nein. Hier, nein. Hier. Da. Ah! Do. Nein. Das ist so gemein. Gerade eben hat es erst im letzten Moment aufgehört zu vibrieren. Jawohl. Okay. Und wir finden Pistolenmunitionsbehälter. Okay. Hilft das? Ach so, jetzt haben die zusammengesteckt. Okay, coole Sache das. Wir brauchen aber immer noch den Hintertorschlüssel. Das heißt, irgendwo wird es jedoch bestimmt reingehen oder so. Wir dürfen auch nicht vergessen, wir haben diesen komischen Würfel, auf den man sich draufstellen könnte. In der Theorie. Der bringt uns bestimmt auch was. Noch mehr Pistolenmunition, sehr gut. Aber wenn wir so viel Munition finden, dann heißt das, dass es hier gleich irgendwie ganz schön brenzlig wird. Ich würde sagen, wir müssen hier auf dieses Haus drauf. Ja, doch. Diese komische kaputte Leiter ist definitiv ein Indiz dafür. Stell das mal ab, geh da hoch. Und dann geh da hoch. Genau, sehr schön. Aha. Aha. Gut. Machen wir. Die Frage ist, ob Natalia das auch schafft. Oh. Noch eine Waffe. Cool. Jetzt haben wir, ja, okay. Ist eine Shotgun, würde ich sagen, oder? Was haben wir hier? Hintertor. Ah. Weiter. Cool. Ah, Natalia, hi. Wie bist du denn hier hingekommen? mach die mal auf. So. Nein. Nein. Hier vielleicht? Nein. Da. Ah. Mensch. Ja, ja. Ja. Okay. Und der zweite ist irgendwo hier oben. Nein. Das ist gar nicht so einfach, das zu erkennen. Vor allen Dingen, weil es erst im letzten Moment manchmal aufhört. Okay, eine weitere Teilebox. Auch sehr cool. Kommen wir hier irgendwie auf konventionellem Weg raus oder müssen wir wieder übers Dach? Ne, wir müssen wieder übers Dach. Okay, machen wir das halt so. Zack. Jetzt müssen wir nur den Weg zurückfinden. Ach, Mensch. Neun. Müssen wir wirklich hier runter? Ist ja blöd. Hopp. Ach ja, wir können ja auch rennen. Ne? Vielleicht wäre er auch von dem anderen Haus gesprungen. Dieses Geräusch gefällt mir nicht. Gibt's neue Zombies? Ich würde auch gerne lieber wieder die Pistole als Waffe ausrüsten. Erstmal. Wenn wir mehr brauchen, dann können wir natürlich auch auf mehr gehen. Aber erstmal sollte uns die Pistole reichen. So. Dankeschön. Und ich hätte immer noch gerne eine Karte. Eine Karte wäre nicht verkehrt. Hast du da Moira getroffen? Da drüben? Ja. Bei dem großen Turm. Oh, das ist aber noch ein weiter Weg. Gehen Sie durch das Dorf. Na gut. Hier ist nix, ne. Ah, doch. Da das Fass. Zack. Mehr Sturmgewehrmunition. Sehr schön. Wie sieht denn das hier aus mittlerweile in unserem Inventar? Wir haben echt gut Munition. Okay. Eieieiei. So ein bisschen Schiss habe ich schon. Komm, hepp, spring.
Spring! Ein bisschen schade finde ich, dass wir mit Natalia so wenig machen müssen. Also ich bin ja eigentlich ganz gerne mit Natalia unterwegs, aber wenn hier so viele Gegner... Monster! Wo, wo, wo? Was? Wo? Ach so. Ja gut, dann... Benutzen wir mal die... Wie ging das nochmal? Da vorne ist etwas. Sei vorsichtig. Wie ging das nochmal? Das müssten wir jetzt so eigentlich durch die Wand sehen, oder? Genau. Ja, so Schatten. Die Frage ist, welche Farbe der Schatten war ein Monster? Genau da. Siehst du es nicht? Ich glaube, gelb war ein Monster, oder? Was ist das hier? Was ist das? Achso, ein Ziegelstein. Ah. Ich sehe gar nichts, obwohl ich mit Natalia laufe. Komm schon, wo sind die Monster? Hier liegt nur noch ein Ziegelstein. Bringt mir nichts. Wir sind hier am Strand. Krass, ich will auch an den Strand. Ich will wirklich an den Strand. Wir hatten die letzten Tage richtig gutes Wetter hier. Gestern sogar bis zu 16 Grad. Ja, war, ich hatte ja letztes Wochenende Geburtstag. Das war echt schön. Viel gefeiert, viel Spaß gehabt, schöne Tage gehabt. Das war echt mal ein richtig schöner Geburtstag. Hat mir echt Spaß gemacht. Ja, und dann jetzt so kurz danach dieses Bam ins Gesicht. Du brauchst 1100 Euro für dein Auto. Und was passiert hier? Meine Sicht wird irgendwie... Barry, es ist direkt da vorne. Ich weiß nicht, was du siehst, aber zeig es mir. Oh ja. Oh ja. Es kommt näher. Ich hatte doch gerade so ein Ding. Weiter rechts, da. Schieß, mach weiter. Was ist das denn für ein Vieh? Unsichtbare Monster. Das wird sicher ein Spaß. Natürlich gibt's hier unsichtbare Monster. Was ist das denn? Das ist so unnötig. Das Monster kommt her. Wo ist es? Nein, weiter rechts. Da, schieß. Da, schieß. Boah, was? Wie soll man denn hier eine gute Trefferquote schaffen? Das klappt doch gar nicht. Da ist auf jeden Fall was Gelbes. Das sind zwei normale Monster, glaube ich. Oh Mann. Da vorne ist etwas. Sei vorsichtig. Ach so, okay. Das sind so Explosionsdinger wahrscheinlich. Da wollen wir nicht lang. Da ist was. Es blitzt. Aha. Da blitzt auch... Nee, das ist nur eine Lampe. Okay. Ah, das ist gut. Da können wir unsere Waffen aufrüsten. Hat hier richtig die Sau rausgelassen. Was ist bloß passiert? So, Gepär, ein Rubin. Okay, was haben wir hier? Petrus-Notizen für den Armreif. Der Armreif, was wir bis jetzt wissen. Im Inneren steckt ein GPS-Empfänger. Überwacht wohl unsere Position. Das Übertragungsgerät ist Zweiweg. Wir hören sie, sie hört uns. Der Ursprung der Übertragung ist in der Inselmitte. Ein höhengelegener Ort. Muss dieser seltsame Turm sein. Sie hält sich bestimmt auch dort auf. Anscheinend überwacht er auch unsere Lebenszeichen. Für welchen Zweck? Sie hat uns echt mit einem Virus infiziert. Heiliger Bimbam, was sollen wir nur tun? Okay. Barry? Du darfst mal... Heißt der überhaupt Barry? Ich weiß es nicht. Okay. Schadenstufe 3 finde ich ganz geil. Anti-Rückstoßstufe 1. Reduziert den Rückstoß. Höhere Stufen bedeuten weniger Rückstoß. Achso, das kann ich hier nicht machen. Okay. Schaden 3 finde ich gut. Und weniger Rückstoß auf der hier finde ich auch super. So, sehr schön. Gut. Haben wir hier irgendwas? Schaut nicht so aus. Ah doch, Sturmgewehrmunition. Yay, mehr Sturmgewehrmunition. Voll super. Und ich gehe mal davon aus, dass wir hier nach oben müssen. Ach,
Das ist hier das Haus, wo... Ja. Wo der Alarm ausgelöst wurde. Okay. Das hat jetzt zwar, glaube ich, nichts gebracht, aber... Ist okay. Das Problem ist, wir haben hier immer noch unsichtbare Monster. Warum bist du denn jetzt nicht mitgelaufen, Natalia? Da. Da ist aber noch was in der Ecke. Haha. Pistolenmunition, sehr schön. Die geben wir direkt mal rüber. Geben. So. Schick. Also momentan sind wir gut ausgerüstet. Würde ich sagen. Behaupten. Whatever. Irgendwie sowas. Ich weiß nicht, warum ich jetzt gerade die Herr der Ringe-Melodie im Kopf habe. Okay. Herr der Ringe ist gut. Ohne Zweifel. Warum ich die Herr der Ringe-Melodie im Kopf habe? Keine Ahnung. Da habe ich Zweifel. Barry, kannst du die Kiste kaputt machen? Ja. Mehr Pistolenmunition. Sehr gut. Okay. Okay. Hier war, glaube ich, der Hubschrauber. Ja, Barry, kannst du das hier aufmachen? Nee. Echt nicht? So wirklich nicht? Warum nicht? Wo geht's denn hier weiter? Mann. Hier in der Hütte ist auf jeden Fall... Nee. Hier in der Hütte ist gar nichts. Aber wir können hier hoch. Oh! Meine Orientierung. Okay, gut. Das ist eine Kiste, die Natalia aufmachen kann. Drei Schlösser. Da muss was richtig Krasses drin sein. Hier? Nein. Hier? Nein. Hier? Auch nicht. Ja. Okay, Schloss Nummer 2 ist auch offen. Wie wäre es hiermit? Ja, sehr gut. Boah, sogar in die Mitte getroffen. Und wir finden eine seltene Teilebox. Gut. Gut, gut. Die will ich jetzt aber nicht ausrüsten. Wobei, na, wo wir gerade hier direkt neben dem Ding sind, lohnt sich das eigentlich schon, ne? Ja, doch, komm, wir machen das mal. Ich hoffe, Natalia sagt uns Bescheid, sofern so ein blödes Viech kommen sollte. Betäuben. Oh, das ist geil. Wenn das auf die Pistole geht, finde ich das super. Ja, aber, ja. Danke. So. Betäuben auf der Pistole ist super. Betäuben finde ich klasse. Ja gut, wenn wir hier nicht durch das Tor kommen, dann müssen wir hier wohl mal ein bisschen uns genauer umschauen. Irgendwo muss es ja weitergehen. Hier. Ne, hier haben wir auch nur den Sprit gefunden, ne? Ah, Mann. Das ist doch bescheuert. Warum kriegen wir denn nicht die Karte? Mit der Karte wäre das einfach eine ganze Ecke einfacher. Machen die das extra, dass man mit... Hab ich mich gerade erschrocken. Fuck. Das war echt unnötig. Kannst du mal gucken? Nee. Okay, wir laufen wieder mit Natalia durch die Gegend. Ja, 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 ja. Da liegt das tote Monster. Wo geht's denn hier weiter? Oh, jetzt haben wir doch wieder einen Stein. Okay. Ich bin mir gerade voll unsicher. Wo sollen wir denn hier weiterkommen? Geh durch das Dorf. Ja, wie sind wir? Spiel! Verwirre mich nicht so. Hier geht's nirgendwo weiter. Hier sind nochmal so Dinger. Okay, da kommen wir nicht dran vorbei. Habe ich verstanden. Danke. Können wir die Dinger kaputt schießen oder sowas? Können wir hier hochklettern? Ja. Können wir. Ja, kletter halt. Okay.
Gut, ich würde sagen, wir machen hier an dieser Stelle einen kleinen Break und machen dort im nächsten Part weiter. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen. Wenn ja, gebt einen Daumen hoch, wenn nicht einen Daumen runter. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin sage ich, keep gaming und ciao.